Wenn Sie glauben, dass Machos in schnellen Sportwegen, Verkehrschaos, Massentourismus, große Kongresse und rauschende Feste ein Phänomen unserer Zeit sind, dann sollten Sie ab dem 18. September 2014 in die Wagenburg in Schönbrunn kommen und die Ausstellung der Kongresspferd ansehen. Denn all diese Dinge hat es vor genau 200 Jahren schon gegeben. Zum Wiener Kongress 1814 kamen rund 100.000 Menschen aus ganz Europa, alle politischen Entscheidungsträger, Kaiser, Könige, Fürsten, Politiker, Lobbyisten, aber auch Künstler, Schaulustige und Halbweltdamen, um hier in Wien zu feiern, dass Europa nach über 20 Jahren Krieg endlich wieder Frieden hatte und um über die politische Neuordnung des Kontinents zu beraten. Der Kaiser von Österreich wollte damals zeigen, dass er trotz allem, was in der Vergangenheit passiert war, immer noch der mächtigste Mann Europas war und hat daher nicht nur für die Unterbringung und Verpflegung seiner Gäste gezahlt und rauschende Feste gefeiert, sondern auch seinen gesamten Hofstaat, alle Diener, Würdenträger und Beamten neu einkleiden lassen. Es wurden damals in Wien unzählige Tausende von prächtigen Uniformen und Livreen mit Goldborten und Goldstickereien angefertigt, die die Würde und Bedeutung des Wiener Hofes sehr deutlich dargestellt haben. Das, was die Gäste und auch die Wiener aber am meisten beeindruckt hat, das war die Tatsache, dass er allen seinen fremden Fürsten auch wunderschöne, schnittige, neue Fahrzeuge zur Verfügung gestellt hat. Man hat in Wien damals rund 200 neue Fahrzeuge unterschiedlichster Art anfertigen lassen. Es gab Sportwegen, es gab Freizeitwegen, Jagdwegen, Stadtwegen und Galawegen, die alle einheitlich gestaltet waren. Erstmals hat man einem fürstlichen Fuhrpark eine Corporate Identity gegeben, damit man die Kutschen als Hofkutschen erkennt und ihnen beispielsweise die Vorfahrt zugestehen kann. Diese prachtvollen Kutschen wurden mit einem sehr genau organisierten System den fürstlichen Gästen und ihren Hofstaaten zur Verfügung gestellt. Es gab gedruckte Formulare, mit denen man diese Kutschen rund um die Uhr anfordern konnte, und die Fürsten und ihre Gäste sind 8 Monate lang damit durch Wien gefahren. Viele dieser prächtigen Fahrzeuge und wunderschönen Uniformen haben sich in unseren Depots erhalten und werden nun erstmals seit 200 Jahren wieder ins rechte Licht gerückt. In der Ausstellung der Kongresspferd in der Kaiserlichen Wagenburg Wien im Schloss Schönbrunn. Kommen Sie und schauen Sie sich das an. Es lohnt sich.